Sie müssen hier nur die gesetzlichen Anreize setzen und dann gibt es einen Wettbewerb um die besten Lösungen und die billigsten Lösungen, weil das ja auch dann die gewinnträchtigsten Lösungen sind, nicht? Und das ist der Marktmechanismus. Und das haben Sie im Sozialismus eben überhaupt nicht, darum haben Sie die katastrophalen Umweltschäden. Nun das Thema von der Ausbeutung zur Umweltzerstörung. Ich werde Ihnen über die Themen sprechen, die Sie hier sehen. Drei Punkte, Hauptpunkte sind des Antikapitalismus, Wurzeln und Ursprünge des Antikapitalismus. Zweitens der Vorwurf eben, der Kapitalismus sei ausbeuterisch. Und das möchte ich ein bisschen erklären, wie dieses Narrativ zustande gekommen ist, was es beinhaltet, vor allem das Unverständnis für den Prozess der Wertschöpfung und die marxische Arbeitswerttheorie, die immer noch in den Köpfen herumspukt und entsprechend auch ein Unverständnis kreiert für das, was eigentlich in der Geschichte geschehen ist. Über die Geschichte werde ich aber nur wenig sagen, weil dazu werden wir dann ja Herrn Plumpe hören. Dann der dritte Punkt, der Kapitalismus als Zerstörer der Umwelt und als ihr Retter, das ist die große Frage. Ich würde das als eine tatsächliche, nicht nur als eine Frage in den Raum stellen, sondern ich glaube schon, dass das auch so ist. Und ich werde hier über drei Themen sprechen, über alte und neue Untergangsszenarien, Kopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch und Klimawandel und ökonomische Kosten-Nutzen-Abwägung, obwohl ich hier natürlich kein Spezialist bin, ich bin auch kein Ökonom. Ich gehe die Sache an von einem philosophischen Interesse her, von einem philosophischen, wirtschaftsethischen, sozialethischen Interesse her, das eigentlich auch in diesem Dreiklang hier unseres Instituts zusammengefasst ist. Und der dritte Punkt ist sehr wichtig, ist mir sehr wichtig. Ich gehe da aber andere Wege, ich sehe da andere Wege, die richtigen, als viele Vertreter meiner Zunft das tun, bis zum obersten Chef, der das ein bisschen anders sieht. Aber in diesen Punkten darf man ja, ohne aufzuhören, ein guter Gläubiger der katholischen Kirche zu sein, auch anderer Meinung sein. In anderen Dingen ist das problematischer. Nun, Kapitalismus und Antikapitalismus. Zunächst einmal, was ist Kapitalismus? Wir haben viel über die Marktwirtschaft gehört, vielleicht den Begriff des Kapitalismus haben wir noch nicht so richtig eingehend durchleuchtet, das wird dann auch nochmal kommen, natürlich mit meinem Nachredner. Meine erste These ist, dass Kapitalismus und Marktwirtschaft haben das wohl größte Problem der Menschheit gelöst und dieses Problem ist die Massenarmut. Nicht die Armut im Kleinen oder das gibt immer Armut, gibt es immer. Die Armen werden wir immer unter uns haben, das heißt es schon im Evangelium. Aber die Massenarmut, die Welt der Vergangenheit war eine Welt der Massenarmut und ist es auch heute noch zum Teil in vielen Ländern, vielen Regionen der Welt. Nun, was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist die produktive Nutzung privaten Reichtums zum Zweck des unternehmerischen oder zu dem unternehmerischen Zweck des Gewinnstrebens, ist freier marktwirtschaftlicher Tausch, Wettbewerb sowie internationaler Handel auf der Grundlage des staatlichen Schutzes von Eigentumsrechten, ganz wichtig, und für alle geltende rechtliche Regeln und von Rechtssicherheit. Das ist eine ganz entscheidende, auch historisch entscheidende Voraussetzung. Um es vorwegzunehmen, der Kapitalismus ist erfolgreich, weil er eine Wirtschaftsform ist, in der privater Reichtum zu Kapital wird. Das ist ein großer Unterschied, ob man reich ist oder ob dieses Reichtum auch Kapital wird. Nämlich, wenn dieser Reichtum eben produktiv investiert wird und dadurch neuen Reichtum erzeugt und diesen auch streut, sei es direkt in Form eines größeren Outputs von Gütern oder aber von technologischer Innovation, die mittelfristig zu einem Anstieg der Produktivität, der Reallöhne und damit des Lebensstandards der gesamten Bevölkerung führt. So überraschend es zunächst erscheinen mag, Kapitalismus ist, und das möchte ich zeigen, die Wirtschaftsform des Gebens,
Das ist eine Wirtschaftsform, die gibt. Nun, da möchte ich deshalb jetzt mal zu Beginn folgende grundlegende These in den Raum stellen. Es wird sich da klären, diese These, also diese, ja, dass die Kapitalismus die Wirtschaftsform des Gebens ist. Aber eigentlich haben wir ja das schon verstanden, eigentlich durch die Ausführungen von Herrn Kotz. Die Verbindung der kapitalistischen Wirtschaftsform, die gänzlich an den Bedürfnissen und Präferenzen der Konsumenten orientiert ist, haben wir gehört, mit dem Prozess technologischer Innovation führte seit der industriellen Revolution zu einem historisch präzedenzlosen Anstieg des Lebensstandards breiter Massen, zunehmender Bildung und stetig wachsender Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben. Und dies trotz eines gerade dadurch verursachten enormen Bevölkerungswachstums, das in früheren Jahrhunderten stets eben zu massenhafter Verarmung geführt hatte. Natürlich gibt es viele Probleme heute, auch sozialer Art, aber wenn wir jammern, dann jammern wir auf einem sehr hohen Niveau, wenn wir uns vergleichen mit den Menschen der vergangenen Zeiten. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, Schaubilder. Das ist eigentlich nicht meine Sache, ich bin ja nicht Ökonom, aber das habe ich mir doch mal zusammengelegt, nämlich einfach, es zeigt schon mal, was eigentlich passiert ist in den letzten 200 Jahren. Hier sehen Sie das Bevölkerungswachstum im Vereinigten Königreich von 1943 bis 2009. Nach aller historischen Erfahrung müsste eigentlich das zur Verelendung und zum totalen Kollaps, wirtschaftlichen Kollaps geführt haben. Hat es aber nicht. Sie sehen hier übrigens einen interessanten Knick, nämlich im 13. Jahrhundert. Sie wissen, das war die wärmste Periode. Das hat jetzt nichts mit Kritik am Klimawandel-These zu tun, aber es war so, das 13. Jahrhundert war die wärmste Periode. Grönland war eben noch Greenland, wirklich. Und in England hat man Wein angebaut und in Schweden Getreide. Und man hat gesehen, dass es hier zu einem enormen Bevölkerungswachstum gekommen ist. Aber was hat das Bevölkerungswachstum dann zur Folge gehabt? Dass natürlich die Leute ärmer geworden sind. Und dann ist das halt wieder eingeknickt. Und das ist ganz typisch für die Vergangenheit, die malthusianische Falle. Wir kommen dann nochmal darauf zurück. Also ich habe schon ein Nicken von Professor Plumbe gesehen und das ist sehr beruhigend für mich. Ja. Gut, dann aber schauen Sie, also wenn wir jetzt da zurückgehen, Sie sehen das Bevölkerungswachstum, dann sehen Sie aber die Lebenserwartung, und zwar nach Regionen seit 1770, wie das angestiegen ist, und zwar überall. Überall ist die Lebenserwartung angestiegen, das ist doch ziemlich interessant. Es gibt da natürlich auch wieder Einknicke, ich möchte das nicht im Einzelnen jetzt kommentieren, das ist auch nicht nötig, aber einfach mal zu sehen, was da ab 1850 verschoben natürlich in verschiedenen Regionen, also das sieht man nicht so gut, Europa, Ozeanien, Amerika, Asien, die ganze Welt, früher Sowjetunion, Afrika, sogar in Afrika ist die Lebenserwartung hinaufgegangen, hat natürlich zu einer Bevölkerungsexplosion geführt. Selbstverständlich, das ist gerade die Verbesserungen in diesem Bereich haben natürlich zur Bevölkerungsexplosion in diesen Ländern geführt. Nun, Entwicklung des BIP pro Kopf in den letzten 2000 Jahren, auch hier sehen wir einen ganz klaren Trend. Und es ist einfach, wenn Sie jetzt das wieder, denken Sie zurück an die Bevölkerungsentwicklung, wenn Sie das aufeinander tun, das ist völlig untypisch, das hat es noch nie gegeben in der Geschichte so etwas, dass die Bevölkerung und die Produktivität und der Reichtum und die Lebenserwartung, das sind ja viele Dinge, die da dazugehören, damit die Hygiene zum Beispiel, Ernährung, das gehört ja alles dazu, Arbeitsbedingungen. Ohne das kann ja die Lebenserwartung auch nicht steigen. Also das ist eine in der Geschichte noch nie dagewesenes Phänomen, was Sie hier sehen können. Und nun kommt noch etwas sehr Interessantes. Sie haben ja viel gehört von Vermögensungleichheit, Oxfam, nicht diese Statistiken. Ich will jetzt nicht auf diese Statistiken eingehen, die viele Fehler enthalten, diese Oxfam-Statistiken, weil die Schulden nicht einberechnet werden. Sie gehören wahrscheinlich alle zu den Ärmsten in dieser Statistik, weil sie haben noch kein Vermögen. Also alle jungen Leute sind da als arm gezählt. Das ist eine völlig hirnrissige Statistik, die Oxfam herausgegeben hat. Aber das ist nicht wichtig. Die Vermögensungleichheit ist gar nicht entscheidend, sondern was entscheidend ist, ist die Einkommensungleichheit. Weil sie leben von ihrem Einkommen, nicht von ihrem Vermögen. Das Vermögen kann auch Einkommen generieren, natürlich. Aber wovon man lebt jeden Tag und isst und das Dach, das man über dem Kopf hat, das hängt eigentlich ab von ihrem Einkommen. Und wie ist das jetzt mit dem Einkommen? Schauen Sie,
die, das ist eine ganz bekannte Statistik, die ist von Milanovic, glaube ich, kommt die, der große Spezialist in diesem Bereich. 1988 sehen Sie eine zweihöckrige Welt, links dann noch China, Indien, die sind beim Einkommen von 1 bis 2 Dollar pro Kopf, nicht? Und auf der rechten Seite die entwickelte Welt. Und dann sehen Sie 2018, also das ist, wenn ich richtig rechne, 30 Jahre später, rechnen ist nicht meine Spezialität, aber das schaffe ich noch, sehen Sie eine einhöckige Welt. Sie sehen, dass natürlich China, Indien ist, und das Dunkel, also alles was grau ist, ist Asien. Sie sehen, dass natürlich, in Afrika, das ist rot, ist das ganz interessant, ist natürlich durch die Bevölkerungsvermehrung sind natürlich im armen Bereich mehr Leute, aber es haben es auch, der Trend geht aber auch nach rechts. Ganz klar, dass hier verdickt sich sozusagen auch die Kurve und natürlich diejenigen hier, die eh schon reich waren, also ein gutes Einkommen haben, die sind eigentlich mehr oder weniger hier geblieben. Ein bisschen nach rechts sind sie auch gewandert, zum Beispiel Europa ist noch ein bisschen besser geworden. Das ist eine ganz entscheidende Statistik, ein ganz entscheidendes Schaubild, dass Sie sich also ganz stark einprägen müssen. Das ist, was wirklich passiert. Und wir sind ja noch nicht am Ende, das geht ja weiter. Also, wenn man immer wieder vom Vermögensungleichheit spricht, so und so viel Prozent der Weltbevölkerung, so und so viele Personen, die besitzen so und so viel Prozent des Weltvermögens, das ist eigentlich völlig irrelevant. Das ist, will jetzt nicht darüber sprechen, das ist die relevante Statistik. Das zeigt, wie gut es den Menschen geht, wovon sie leben. Natürlich sind die Italiener, die haben ja mehr Vermögen als die Deutschen, weil sie weniger Mieter, die Deutschen leben mehr zur Miete, die Italiener haben Wohnungseigentum, dann sind sie natürlich in der Vermögensstatistik besser, dennoch sind sie ärmer als die Deutschen. Nicht? Also der Lebensstandard ist geringer, die Einkommen sind geringer, die Probleme sind größer. Also Vermögensstatistik, mit dem würde ich jetzt da nicht, gut, da kann man noch viel dazu sagen, ich will nicht mehr dazu sagen, das genügt. Vor allem aber möchte ich sagen, dass dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist. Es geht eben weiter, das ist die Dynamik. Hoffentlich geht er weiter, wenn die Politik das nicht verhindert durch jetzt die ganze Politik der Corona-Krisenbekämpfung. Das ist ein Thema, auf das wir dann aber sicher zurückkommen werden, morgen mit Professor Schnabel. Und vielleicht werden Sie auch noch darauf eingehen, wenn Sie wollen. Nun, die Vordenker des Kapitalismus. Und das wird jetzt doch interessant, finde ich. Es ist ähnlich bekannt. Ich habe soeben Kapitalismus definiert und nun viele von uns würden diese Art von Wirtschaften, Gewinnstreben, das Einsetzen von Reichtum, das zu Kapital wird und dann eben Geschäfte machen und so weiter, Handel treiben und sich dadurch bereichern, aber auch allgemein den Lebensstandard eben zu heben, was eben gerade in diesem 13. Jahrhundert auch im großen Stil passiert ist, das sind die Kreuzzüge gewesen, da waren die Banken sind entstanden, in Italien, Italien war das fortgeschrittenste Land wirtschaftlich damals. Man würde sagen, das hat eigentlich, was hat jetzt das zu tun mit das ist doch eigentlich gar nichts Christliches und doch schrieb der berühmte Ökonom Josef Schumpeter, haben wir heute schon gehört, in seinem zweibändigen Werk Geschichte der ökonomischen Analyse, dass die Wirtschaftslehre der Scholastiker, die Scholastiker, das sind die christlichen Theologen, Philosophen, des Mittelalters. Und die Neuscholastik, die hat sich dann weitergeführt, aber das ist, wir reden jetzt vom 13., 14., 15. Jahrhundert. Die schrieb also, diese Wirtschaftslehre der Scholastiker hätte alle Erscheinungen, Zitat, alle Erscheinungen des im Entstehen begriffenen Kapitalismus verarbeitet, was auch erkläre, weshalb sie eine gute Grundlage für die analytische Arbeit der Nachfolger der Scholastiker, einschließlich Adam Smith, bot. Ich meine, woher hatten diese Leute wie Adam Smith und andere Ökonomen ihrer Zeit, Jean-Baptiste Say oder diese Leute, woher hatten die eigentlich ihr ökonomisches Wissen? Da gab es ja schon Traditionen. Es kommt alles aus dem Mittelalter. Die Vordenker des Kapitalismus waren tatsächlich jene, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Sehen Sie, so. Die Vordenker des Kapitalismus, also jene, die ihn zunächst als Handelskapitalismus salonfähig machten, das war ein großes Problem im Mittelalter,
gab ja das Zinsverbot, wie ist jetzt das mit dem Handelskapitalismus? Sie waren in der Tat, waren Theologen, Philosophen, Juristen der frühen Neuzeit und Ihnen verdankt mir das Verständnis dafür, was Kapital ist. Die haben überhaupt den Begriff geprägt, nicht? Nämlich produktiv verwendeter Reichtum. Das können Sie nachschauen beim heiligen Bernardin von Siena, Ende des 15. Jahrhunderts. Großer Heiliger der katholischen Kirche, der hat darüber geschrieben und der hat gesagt, wenn Reichtum produktiv eingesetzt wird, wenn man damit also Geschäfte macht, dann ist dieser Reichtum nicht mehr einfach nur Geld, sondern es ist Kapital, weil er etwas anderes aus ihm herauskommt. Und es war ja gerade das kirchliche Zinsverbot, das diesen Prozess vorantrieb, weil man nun begann deutlich zwischen Zins als Ausnutzung einer Notlage, eben die Usura, Wucher, und Zins als Vergütung für den gewinnträchtigen und produktiven Einsatz von Krediten zu unterscheiden. Das nannte man dann Interesse. Davon kommt das englische Interest. Interessant, nicht? Wenn man Geld fürs Geschäftemachen leiht, so argumentierten diese Leute, von dem kann man auch für das Risiko und den entgangenen Gewinn, lucrum cessans auf Latein, auch etwas verlangen. Man könnte ja das Geld selbst produktiv verwenden, haben sie argumentiert. Also dafür kann man dann eine Entschädigung verlangen, wenn ich jemandem Geld leihe. Heute nennt man das Risikoprämie und Opportunitätskosten. Das haben die also schon erfasst. Und damit konnte man das Zinsverbot dann elegant umgehen. Man hat das nicht Usura genannt, sondern man hat dann eben die entsprechenden ethischen und auch finanztechnischen Instrumente entwickelt. Und da könnte man noch sehr vieles dazu sagen. Vor allem Mitglieder des Franziskanerordens, Petrus Olivi, 13. Jahrhundert, heilige Bernardin von Siena schon erwähnt, oder Nikolaus von Orem, ein Bischof, 14. Jahrhundert, auch Dominikaner, ab dem 16. Jahrhundert die Jesuiten, vor allem die Schule von Salamanca, berühmt, leisteten diese gesangliche Vorarbeit und unterstützten damit entscheidend den aufkommenden und wohlstandsschaffenden Handelskapitalismus. Damit haben sie, wie Josef Schumpeter eben schon erwähnt, hervorgehoben hat, wesentliche Vorarbeit für die moderne Nationalökonomie geleistet. Es waren auch Franziskaner, interessanterweise, die als erste nicht nur den Zusammenhang von Kapital und Zins verstanden und verteidigten, sondern mit Hilfe wohltätiger Spenden Banken gründeten, diese sogenannten Montes Pietatis, Berge der Barmherzigkeit nannten sie diese, um armen Menschen Geld auszuleihen, aber gegen Zins, weil sonst wäre das ja nicht nachhaltig gewesen. Es gibt immer noch eine Bank, die weit existiert mit Staatshilfe in Italien, die Monte dei Paschi di Siena, nicht? Berühmt, nicht? Das ist eine franziskanische Gründung aus dem 15. Jahrhundert. Interessant, nicht? Leider weiß Papst Franziskus das nicht, aber... Nun, auf der Schwelle zur... Nein, Entschuldigung, ich habe jetzt etwas übersprungen. Nun, das christliche Mittelalter vermochte auf rein Gelderwerb ausgerichtete, unproduktive, individuelle Notlagen ausnützende Arten von Geldgeschäften gut von produktiven zu unterscheiden, die einen allgemeinen Nutzen stiften und verteufelten also auch nicht das Geringstreben. Flandrischen Kaufmannsverträgen wurden zu Beginn des 14. Jahrhunderts mit der Formel für Gott und den Profit eröffnet. Und diese Formel findet man auch schon im Jahr 1253 in florentinischen Bankbüchern. Ja, das waren fromme Banker, nicht? Und die haben dann auf ihre Bankbücher geschrieben, für Gott, per Dio e il guadagno, auf Italienisch, haben die das draufgeschrieben. Auf der Schwelle zur Neuzeit und als Höhepunkt zum moraltheologische Beschäftigung mit Fragen der Wirtschaftsethik findet sich die spanische Spätscholastik, Schule von Salamanca, ich will jetzt da nicht näher darauf eingehen, sonst wird das zu lange. Aber das hat sich alles geändert, diese positive Einstellung auch der Kirche, es wurde auch von den Reformatoren, Luther war zum Teil noch dagegen, aber im Allgemeinen hat die protestantische Tradition, sowohl die Lutheraner wie auch die Calvinisten, haben diese Theorien weitergeführt, übernommen, das war eigentlich eine große Kontinuität. Großer Mann Pufendorf, nicht? Da findet man das alles. Pufendorf bezieht sich vor allem auf einen Jesuiten, auf Molina. Das finden Sie alles dort auch. Pufendorf war jetzt ein Lutheraner und großer Naturrechtstheoretiker der Aufklärung schon, der Frühaufklärung, nicht? Kann man so sagen. Und das ist also eine ungebrochene Tradition. Nun, wie ist dann der Antikapitalismus entstanden, der moderne?
auch der Kirche natürlich, auch des Klerus vor allem. Nun, es gab verschiedene Gründe dafür, die ich jetzt mal aufzeigen möchte. Die allmähliche Industrialisierung, die in Deutschland mit der Bauernbefreiung und allgemein mit der Aufhebung von Zunftzwang und mit der Gewerbefreiheit einherging, das sind ja große Dinge gewesen, Bauernbefreiung, Aufhebung des Zunftzwangs, Freiheit, führte dazu, dass die rapid anwachsende und zunehmend verarmende, von ständigen Hungersnöten und Arbeitslosigkeit geplagte Landbevölkerung, es gab einen enormen Bevölkerungsdruck auf dem Land, und auf dem Land ein enormes Elend deshalb, die Leute konnten nicht mehr von der Landwirtschaft leben, dass diese Leute in die Städte strömten. Unqualifizierte, arbeitslose Handwerker, Heimarbeiter strömten in die Fabriken, wo sie Arbeit und Lohn erhielten, durch die sie wenigstens überleben konnten. Also das Arbeiterelend wurde nicht durch den Kapitalismus geschaffen, sondern es wurde dadurch offenbar, es wurde plötzlich offensichtlich, weil diese Menschen auf dem Land, die niemand sah, plötzlich in die Städte kamen. In den Städten wurde nun plötzlich sichtbar, was eben zuvor unsichtbar war. Auf dem Lande existierte Hunger, materielles Elend aller Art, sowohl oft entwürdigende Frauen- und Kinderarbeit. Letztere war ebenfalls keine Erfindung des industriellen Fabrikwesens, wurde einfach importiert sozusagen. Es war ein Schock natürlich für die ökonomisch weniger Gebildeten in den Städten, die Intellektuellen, die leben ja normalerweise in den Städten, und für sozial auch sensible Pastoren. Der Schluss lag nahe, die Schuld den Fabriken und Industrien kurz dem Kapitalismus zu geben. Natürlich waren die Zustände waren verheerend, aber sie sind nicht, die Ursächlichkeit ist eine andere, als man das dann damals dachte. Zu den Ursachen eben des modernen Antikapitalismus gehört die mit diesen Entwicklungen einhergehende Erfahrung der sozialen Entwurzelung einer zunehmenden Zahl von Menschen, die waren in den Städten, die hatten ihr ganzes soziales Umfeld verloren, sowie das oft schockierende Arbeiterelend, das damals mit keinem politischen Mittel aus der Welt zu schaffen war. Es gab kein Mittel dagegen unmittelbar. Und natürlich auch durch oftmalige Hartherzigkeit und Rücksichtslosigkeit von Fabrikbesitzern, besonders zum Stein des Anstoßes wurde. Also Fabrikbesitzer, die waren jetzt auch keine Heiligen, nicht? Die haben das natürlich ausgenutzt, um Geld zu machen, das ist ja klar. Das heißt aber noch lange nicht, dass das jetzt das Schlimmste war, was diesen Leuten passieren konnte. Dazu kam ein wachsender, und das ist ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht vergessen, ein wachsender Antisemitismus, eine Reaktion der durch Strukturwandel geschädigten, insbesondere Angehöriger des gewerblichen und handwerklichen Sektors, aber auch von Teilen der niederen Beamtenschaft. Das ist ganz besonders in Wien der Fall gewesen, wo ja die Antisemitenpartei sich aus den Handwerkern entwickelt hat und dann der Karl Lueger ist dann auf diesen Zug aufgesprungen und hat es benutzt, um Bürgermeister von Wien zu werden. Nicht? Der war ja ursprünglich ein Liberaler, aber er wollte halt Bürgermeister von Wien werden. Und dann hat er sich halt zum Antisemiten entwickelt. Sein bester Freund war ein Jude und berühmt ist sein Satz, wer Jude ist oder nicht ist, das bestimme ich. Als man ihm das vorgeworfen hat, dass er jüdische Freunde hat. Nicht? Aber der Antisemitismus war auch auf protestantischer Seite ein wichtiger Antrieb für den das hat sich vermischt, Antisemitismus und Antikapitalismus. Der antisemitisch motivierte Antikapitalismus lässt sich theoretisch gut bei Werner Sombart, dem großen Historiker des Kapitalismus, greifen. Jetzt sind wir schon im 20. Jahrhundert. Der ist dann auch eingetreten in die NSDAP. Der den Kapitalismus als Ausfluss des jüdischen Geistes bezeichnete und dessen angeblich unmoralisches Erwerbs- und Gewinnstreben anprangerte. Aber das ist immer noch in den Köpfen drin. Und sprechen Sie mal über Rothschild und so, und dann werden Sie schon sehen, was da rauskommen kann. Im Gefolge des zunehmenden Nationalismus verbreiteten sich im 19. Jahrhundert besonders in Deutschland Staatsgläubigkeit und Obrigkeitsdenken sowie die Überzeugung, freie Märkte, grenzüberschreitender Wettbewerb und unternehmerisches Gewinnstreben würden die Arbeiter lediglich ausbeuten und ihre Besserstellung verhindern. Das war auch die Meinung von Karl Marx, dessen revolutionäres Programm von bürgerlicher und kirchlicher Seite zwar abgelehnt wurde, ohne dass man sich jedoch der Faszination seiner Analyse des kapitalistischen Profitstrebens als Ursache des Elends der Arbeiter zu entziehen vermochte. Zu erwähnen sind auch die Kathedersozialisten, das waren Professoren wie der historischen Schule vor allem, wie Gustav Schmoller, Adolf Wagner,
der bezeichnete Science-Fiction als Staatssozialisten, die fanden die marxistische Analyse richtig, aber nicht ihre Politik, und die wollten das vom Katheder aus, also als Professoren, haben sie sich stark gemacht für eine neue Art der Politik, um dem Kapitalismus zu seine Zähne zu ziehen und ihn auch nützlich zu machen für die Arbeitenden, und die nannten das Sozialpolitik. Und das Wort Sozialpolitik kommt also von dort her, und möchte hier auch nicht auf weitere Einzelheiten eingehen, sonst wäre das zu lange. Dazu kam eine weit verbreitete Technikskepsis, ganz ähnlich wie wir das auch heute sehen. Damals war es natürlich nicht die Digitalisierung, das Fabrikwesen, die Eisenbahn und so weiter und so fort. Das können Sie also auch die gleichen, fast die gleichen Argumente, wie Sie sie heute finden, den Leuten wird die Arbeit ausgehen, und das wird ja furchtbar sein, wenn das weitergeht mit dieser Maschinisierung, mit dieser Automatisierung, was machen wir dann mit den Menschen? Und das findet sich ja auch bei Marx ein wenig, obwohl er hat das klarer gesehen mit der technologischen Innovation, dass da doch viel aufgefangen werden kann. Insofern war Marx natürlich intelligenter als die meisten Kapitalismuskritiker seiner Zeit. Nun, um es vorwegzunehmen, mal schauen, das stimmt, Kapitalakkumulation und Innovation ist aber das Erfolgsrezept des Kapitalismus. Genau das, was passiert ist im 19. Jahrhundert, war eigentlich ein Erfolgsrezept und wird es auch weiterhin bleiben, auch im Zeitalter der Digitalisierung, ja erst recht. Und die kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Gesellschaften haben gezeigt, dass sie auch mit ökologischen Problemen besser umgehen können als sozialistische, deren verheerende Umweltsünden immer noch zum Himmel schreien. Das ist ein Fakt, das ist ganz klar. Und ich glaube, wir haben hier sogar einen Zeugen dieser Tatsache. Ich war nie in der alten DDR nach dem Umschwung, aber Sie können ja, wenn Sie wollen, darüber erzählen, wie das dort ausgesehen hat 1989. Die innovative Natur des Kapitalismus ist geeignet, die oft bedrohlichen ökologischen Nebenfolgen des Fortschritts nachhaltig in den Griff zu bekommen, sowie die Globalisierung zu einem Instrument der globalen Überwindung von Armut werden zu lassen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Nun komme ich zum zweiten Punkt, nämlich falsche Narrative, falsche Geschichtsbilder. Gibt ein allgemein verbreitetes historisches Narrativ, das finden Sie in Schulbüchern, Medien, der Mainstream-Ökonomik, auch in der kirchlichen Verkündigung, sehr verbreitet. Und das besteht darin, dass diesem Narrativ gemäß war die Vergangenheit geprägt von einem verderblichen, ungezügelten Laissez-faire-Kapitalismus, der Krisen und soziales Elend verursacht hat, bis endlich der Staat regulierend eingriff und durch Sozialpolitik und die gezielte Verhinderung oder Zerschlagung von Monopolen und Kartellen bewirkte, dass der Wohlstand nicht nur bei den Reichen, sondern auch bei den Massen ankam. Dieses Narrativ entspricht nicht den historischen Tatsachen und ist durch die Forschung auch vielfach widerlegt worden. Nur eine kleine Klammerbemerkung: Gustav von Schmoller, einer dieser Kathedersozialisten, der die Sozialpolitik erfand, hat ja mit allen Kräften die Kartellbildung in Deutschland gefördert, gepriesen. Die Kartelle sind der Stolz Deutschlands, sagte er, weil sie fanden das aus sozialpolitischen Gründen wichtig, dass man dem Staat möglichst viel wirtschaftliche Konzentration gibt. Man hat auch Schutzzölle befürwortet und am Ende hat man sogar noch Propaganda für den Flottenbau gemacht, um die Engländer mit den Engländern endlich auf Augenhöhe sein zu können, auch wirtschaftlich. Das war die Idee dieser Kathedersozialisten. Es ist hochinteressant, wenn man das nachliest. Sogar Max Weber war davon nicht gefeit, von dieser Art zu denken. Nun, wie die wirtschaftshistorische Forschung zeigt, hoffentlich, waren zahlreiche staatliche Eingriffe ja oft eine zielstrebig verfolgte Politik des Interventionismus in die Marktkräfte, die im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Konzentration wie auch schädliche Monopolbildungen erst verursachten und verfestigten. Das war ja das Problem. Diese Monopolbildung und diese wirtschaftliche Konzentration, die wurde eben gerade staatlich gefördert im 19. Jahrhundert aufgrund von sozialpolitischen Ideen und auch machtpolitischen Ideen natürlich. Schmoller hat übrigens auch den Kolonialismus befürwortet. Dann haben wir mehr Absatzmärkte, das ist gut für die deutschen Arbeiter. Das war die Argumentation. Die größten Wohlstandsgewinne wurden seit dem 19. Jahrhundert hingegen
gerade von enorm innovativen und deshalb zeitweise marktbeherrschenden Unternehmen erzeugt. Schädlich hingegen waren die gesetzlich geförderten und privilegierten Kartelle und Monopole. Sie waren etwa in Deutschland, ist eben des 19. Jahrhunderts, gang und gäbe. So, nun das Image, da haben Sie auch den Schmoller, ja genau, auf dem Bildschirm. Das Image des Kapitalismus leidet immer noch unter wirtschaftshistorischer Unaufgeklärtheit und Legenden, die von Schulbuch zu Schulbuch, von Katheder zu Katheder und von Kanzel zu Kanzel, wie auch in Feuilletons unserer Zeit und Kulturprogramm des öffentlichen Rundfunks weitergegeben werden. Deshalb haben wir auch Professor Plumpe eingeladen, damit er hier noch ein bisschen Klartext spricht und Ihnen diese Geschichte im Detail erklärt. Nun kommt ein zweiter Punkt, der sehr wichtig ist, mal also abgesehen von diesen, das ist nicht gewollt gewesen, dieses, so, abgesehen historisch falschen Narrativen, kommt nun noch ein zweiter Punkt, und das ist das Unverständnis für den Prozess der Wertschöpfung. Wie wird eigentlich Wert geschaffen? Wir haben natürlich von Wertschöpfung schon gehört. Wir haben gesehen, während tausenden von Jahren verblieb die große Masse der Menschen auf einem mehr oder weniger gesicherten Subsistenzniveau. Im Kapitalismus eben ist das anders. Hier wird privater Reichtum weder umverteilt noch einfach von den Reichen konsumiert, sondern auf eigenes Risiko gewinnträchtig investiert. Dadurch wird privater Reichtum eben zu Kapital, zu einem Produktionsfaktor für neue Güter, und Kapital verbunden mit, und diese Güter werden, sind eben selbst auch Kapital, weil sie selbst wieder Neues schaffen, Maschinen und so weiter, Fabriken. Kapital verbunden mit unternehmerischen Visionen und innovativen Ideen schafft Arbeit und damit Löhne. Dadurch entstehen Kaufkraft, Konsum und was wiederum weitere Investitionen profitabel macht. Jetzt verstehen Sie vielleicht schon ein bisschen mehr, warum ich den Kapitalismus als die Wirtschaftsform des Gebens bezeichnet habe. Es entsteht nämlich dadurch eine Aufwärtsspirale von Kapitalakkumulation, technologischer Innovation, die ja Kapital wiederum braucht, nicht? Und Investoren auch, und Steigerung der Arbeitsproduktivität. Edison hat seine Glühbirne erfunden, hat sie zwar nicht mal erfunden, er hat vor allem das Gewinde erfunden dazu für die Glühbirne, aber er hatte natürlich, das hätte nichts genutzt, wenn er nicht einen Banker, nämlich J.P. Morgan, gehabt hätte, der ihm das Kapital gegeben hat, um New York zu elektrifizieren. Und das war dann der Durchbruch der Elektrizität. Also es braucht auch diese Investoren. Und die Folge dieses Prozesses sind eben steigende Reallöhne, die ebenfalls die Kaufkraft und damit auch den Konsum steigern und den Lebensstandard damit. Ich habe das mal so versucht, ganz kurz so darzustellen. Ich habe das mal gemacht, dann habe ich ein Foto davon gemacht, das war auf Englisch. Und jetzt habe ich das Original nicht mehr gefunden, habe ich es halt doch auf Englisch reingetan. Das ist eine Spirale, die hier beginnt, hier oben. Also privater Reichtum wird investiert, wird zu Kapital, schafft Arbeit. Da die Arbeit bewirkt, dass man Löhne auszahlen kann. Das schafft Kaufkraft, Nachfrage. Dadurch profitieren natürlich die diese Waren produzieren. Also die Unternehmen profitieren, können das Kapital akkumulieren, können das wieder neu investieren, können neue Ideen realisieren, es gibt Innovation, das steigert wieder die Produktivität, steigert die Löhne, die Kaufkraft, die Nachfrage steigert, und das führt eben zu einem Massenwohlstand, und so geht dieser Kreislauf eigentlich weiter. Das ist jetzt genau das Gegenteil von Keynes. Keynes sagt ja, der Reichtum wird eigentlich, also die Keynesianer, also der Vulgär-Keynesianismus, sie müssen den Leuten Geld geben, also drucken sie Geld, geben sie den Leuten Geld, dann steigt die Nachfrage nicht. Aber das ist genau das Umgekehrte. Die Nachfrage, die steigt dadurch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die Leute ein Lohn bekommen, und mit dem, was sie sich erarbeitet haben, mit ihrer Arbeit, können sie dann Güter kaufen. Das ist eine echte Nachfrage, die eben auf einer echten wirtschaftlichen Wertschöpfung beruht und nicht einfach Geld drucken. Nun, das war also nicht die Folge der Sozialpolitik, diese ständige Steigerung der Lebensqualität mit einem dazu einhergehenden Bevölkerungswachstum war nicht eine Folge der Sozialpolitik, sondern war eben eine Folge der Produktivitätssteigerung.
deshalb ist eben der Kapitalismus, so können wir es auch können wir ihn eben nennen, eine Wirtschaftsform des Gebens. Strukturell geradezu können wir sagen, ist der Kapitalismus sozial, weil er eben, das haben wir auch gesehen in der Theorie heute Morgen, es ist eben der Markt ist eben sozial von seiner Struktur her. Und das kann man auch historisch zeigen. Natürlich ist die Ungleichheit gewachsen, das ist klar. Das ist nicht der Preis, den man dazu bezahlen muss, sondern das ist genau der Einsatz. Die Ungleichheit muss wachsen, sonst gibt es keinen wirtschaftlichen Fortschritt. Weil Sie müssen Kapitalakkumulation haben, damit Sie Innovation haben, damit Sie Produktivitätsfortschritte haben und nur dadurch können Sie auch den Lebensstandard der Massen verbessern. Also wir dürfen natürlich heute nicht mehr in den Kategorien einer agrarisch-feudalistischen und statischen Gesellschaft denken, in der Almosen geben ein Aufruf an die Reichen war, den Armen und Bedürftigen von ihrem Überfluss zu geben, freiwillig allerdings. Das hat auch heute noch seine Bedeutung, ist aber als Möglichkeit, den eigenen Besitz oder Reichtum in Dienst des Gemeinwohls zu verwenden, bei weitem übertroffen worden durch die Möglichkeit, es in einer kapitalistischen Wirtschaft gewinnträchtig einzusetzen und damit selbst erarbeiteten Wohlstand für andere zu schaffen. Das ist die Logik des Kapitalismus. Es ist eben nicht die Logik des Almosengebens, sondern es ist die Logik gerade aufgrund des Gewinnstrebens, weil ich ja einen Gewinn machen möchte, das möchte ja jeder Mensch, sie gehen ja auch nur arbeiten, weil sie einen Lohn bekommen möchten, und so auch der Unternehmer, der möchte einen Gewinn machen, aber gerade dadurch ermöglichen sie auch anderen eben einen Lohn zu bekommen, beziehungsweise ihr Leben zu verbessern. Nun, ein zweiter Punkt ist, der ein großes Problem ist für das Verständnis des Kapitalismus, ist die marxische Arbeitswerttheorie und die angebliche Ausbeutung der Arbeit durch die Kapitalisten. Nun, noch heute haftet dem Kapitalismus der Ruf an, er würde die Arbeiter ausbeuten, sofern man ihn nicht durch gewerkschaftlichen Druck und gezielte staatliche und auch arbeitsrechtliche Maßnahmen daran hindert. Es stimmt natürlich, dass die Gewerkschaften eine Funktion haben, sie haben auf betrieblicher Ebene eine wichtige Funktion, aber die Idee, dass wir es den Gewerkschaften verdanken, dass die Kapitalisten die Arbeiter nicht ausbeuten, das ist meiner Ansicht nach völlig verfehlt. Nun, wie hat das Marx gesehen, also jetzt ganz sehr stark vereinfacht? Gemäß dem marxistischen inspirierten Narrativ haben ja die Kapitalisten im 19. Jahrhundert die Arbeiter ausgebeutet, indem sie ihnen den größten Teil des ihnen zustehenden Lohnes für ihre Arbeit vorenthielten und sich so bereicherten. Sie haben ihnen also den Wert, den die Arbeiter geschaffen haben mit ihrer Arbeit, haben sie ihnen so viel weggenommen, dass sie nur noch gerade genug hatten, um zu überleben. Das hat man ihnen gelassen. Und das ist also Folgendes, das sieht so aus. Können Sie das sich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen? Das ist jetzt die humoristische Darstellung der marxischen Arbeitswerttheorie und der Ausbeutungstheorie. Die Idee ist natürlich, dass der Wert der Güter, die produziert werden, von der Arbeit kommt. Das ist die Arbeitswerttheorie, die, wie wir ja von heute Morgen gehört haben, die ist völlig überholt. Das Wert eines Gutes ist eben, kommt ganz anders zustande. Und natürlich auf diese Weise kommen Reichtum und Kapital und der Generalverdacht in dieser Denkweise gemäß auf Kosten beziehungsweise durch ungerechte Ausnutzung der Arbeitskraft des Arbeiters entstanden. Eigentlich gehört das alles den Arbeitern und das wird ihnen weggenommen. Das ist natürlich sehr witzig, weil das setzt eigentlich voraus, dass die Fabriken, die sind ja einfach schon da, die unternehmerische Idee, die ist einfach schon da. Der Unternehmer, der sitzt in seinem Büro und raucht eine Zigarre und lässt seine Arbeiter arbeiten. Das ist ja nicht so. Seine enorm folgenreiche Fehleinschätzung, sie beruht auf einer falschen Entgegensetzung von Arbeit und Kapital, hören wir immer noch, Arbeit und Kapital. Und dabei wird ja genau jene Arbeit übersehen, die nämlich die entscheidende ist, weil auf ihr die eigentliche Wertschöpfung, also die Schaffung von Mehrwert und schließlich die Steigerung des Lebensstandards der Massen beruht. Und das ist die Arbeit des Kapitals, die Arbeit des Kapitalisten, die Arbeit des Unternehmers. Die arbeiten viel mehr als die Arbeiter. Die haben viel weniger Freizeit. Und wissen Sie, Frau Tischler, nicht? Haben Sie schon erlebt, nicht? Nicht der Arbeiter schafft den Mehrwert.
den der Kapitalist dann abschöpft, sondern der Unternehmer selbst schafft diesen Mehrwert. Und um ihn zu schaffen, stellt er dann natürlich Arbeiter an, kann er das nicht alleine machen. Der Arbeiter profitiert davon in der Form einer Steigerung seiner Arbeitsproduktivität. Man gibt ihm eine Maschine, nicht? Die hat er ja nicht selber und kann plötzlich Dinge machen, die er alleine gar nicht machen könnte. Und er erhält dann auch einen entsprechenden Lohn, den er sonst überhaupt nicht bekommen würde. Und so ist also, können wir jetzt gerade von hier aus weitergehen. Also der Wert des vom Arbeiter hergestellten Produkts hängt ja nicht, und das haben wir heute Morgen gehört, wie Marx eben aufgrund seiner Arbeitswerttheorie behauptet, die hat er von David Ricardo übernommen. Da hat David Ricardo halt noch eine falsche Theorie gehabt. Auch Adam Smith hat ja Kosten, das kann man von den Kosten her, der Wert eines Gutes. Aber das ist, wie jetzt das nicht, das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber in Wirklichkeit hat Marx einfach David Ricardo kopiert hier und meinte also, der Wert eines Gutes hängt von der Arbeit des Arbeiters ab, nicht? Und das wird ihm weggenommen. Das ist die Ausbeutung. Der Marktwert eines produzierten Gutes oder einer Dienstleistung bemisst sich eben nicht daran, wie viel Arbeit hineingesteckt wurde, sondern ob dieses Gut, das produziert wird, auch effektiv den Bedürfnissen, Präferenzen und Wünschen des Konsumenten entspricht. Dass es also gekauft werden kann, die Schaffung dieses Wertes, mit dem man allein Geld verdienen kann und deshalb auch eine Produktionsstätte, eine Fabrik oder was auch immer am Leben erhalten und Löhne auszahlen kann, ist nicht die Leistung des Arbeiters, sondern ausschließlich, und ich sage ausschließlich, des Unternehmers, des Investors, des Kapitalisten. Ohne die gäbe es keine Arbeit für die Arbeiter. Natürlich sind die auch wichtig, das ist ja klar. Und je qualifizierter sind, desto größeren Anteil haben sie an der Erzeugung dieses Produktes. Aber selbst wenn sie eine enorm qualifiziert sind, wenn sie keine Stelle bekommen, dann nützt ihnen das ja nichts. Sie müssen ja Menschen haben, die fähig sind, irgendeine Idee zu haben, einen Steve Jobs zum Beispiel, eine Vision zu haben, sagt, das wollen die Leute, das werden die kaufen, das Risiko auf sich nimmt, das Kapital einsetzen kann. Das kann am Anfang sehr wenig sein, das beginnt in einer Garage, nicht Microsoft zum Beispiel, aber die dann eben etwas produzieren, was tatsächlich Tausende oder Hunderttausende von Menschen in Lohn und Brot bringt. Das sind dann die in der Vermögensstatistik von Oxfam als die ganz Bösen aufscheinen, weil sie sehr viel Vermögen konzentrieren. Aber in Wirklichkeit sind das ja gerade diejenigen, die den meisten Menschen eben einen Lohn auszahlen und überhaupt diese Einkommensverbesserung so vieler Menschen bewirken. Also Unternehmer müssen eben Visionen haben, sie müssen kreativ sein, sie müssen Risiken eingehen, sie vollbringen eine intellektuelle und organisatorische Leistung, ohne die es eben gar keine Wertschöpfung geben könnte. Sonst wären wir alle alleine irgendwo, würden wir halt noch mit unserer Muskelkraft oder auf dem Lande mit irgendeinem Flug, würden wir halt irgendetwas machen. Aber das ist eben gerade das Geheimnis gewesen. Nun, Sozialstandards kann man sich erst leisten, höhere, wenn man eben diesen Prozess der Innovation, der Produktivitätssteigerung hinter sich gebracht hat. Sozialpolitik selbst kann das nicht bewirken, sondern ist immer sozusagen ein Profiteur davon. Politiker können sehr gut verteilen, die Früchte aber sind, also das, was da verteilt wird, das wird eben geschaffen vom Unternehmer. Ich möchte jetzt dieses Thema hier abschließen und gleich zum dritten Punkt kommen, sonst wird das zu lange. Also der Kapitalismus als Zerstörer der Umwelt und als ihr Retter. Das haben wir schon da. Gut. Also einiges ist natürlich trivialerweise wahr. Fortschritt ist immer auch Umweltbelastung und Zerstörung. Der größte Umweltzerstörer ist die Landwirtschaft. Der größte Zerstörer von Biodiversität ist die Landwirtschaft. Je mehr sie, das ist ja logisch, nicht? Und ist ein gravierender Eingriff in die Natur. Man hat ganz Europa abgeholzt, um Landwirtschaft zu ermöglichen. Und das ist ja witzig, dass der brasilianische Präsident Bolsonaro, ich bin kein Fan von ihm, wirklich nicht, aber er hat ja nach der Kritik an der Abholzung von Amazonas, hat er ja gesagt, der Frau Merkel, bevor Sie mich kritisieren, forsten Sie bitte Deutschland wieder auf.
Spanien abgeholzt worden. Österreich ist eine große Ausnahme, ist ganz erstaunlich, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also Zivilisation, Schaffung von Zivilisation, Fortschritt, Wohlstand ist immer mit Eingriffen in die Natur verbunden. Das kann gar nicht anders sein. Und das ist nicht schlecht, denn die Natur ist zwar Ressource und wir sind selbst Teil von ihr, sie ist aber keine liebende Mutter, sondern äußerst grausam, unerbittlich und gewalttätig. Auch wenn das vom göttlichen Schöpfer ursprünglich nicht so geplant war, das sage ich jetzt als, das kann man aus theologischer Sicht sagen, ist sie durch das, was die Bibel als die Vertreibung aus dem Paradies beschreibt, worauf ich jetzt nicht näher eingehe, zur Feindin des Menschen geworden. Die Natur ist unsere Feindin, ist nicht unsere Mutter, das ist Unsinn. Naturgewalten aller Art, Kälte, Hitze, Hurrikane, Erdbeben, Tsunamis, Vulkanausbrüche, Bakterien, Viren und jetzt noch die Klimaerwärmung. All das, Wohlstand ist erst möglich geworden durch die zunehmende Beherrschung der Natur. Ihre Eindämmung, Kontrolle, die Nutzung der von ihr bereitgestellten Kräfte oder Ressourcen, wie wir es auch gehört haben, Naturkräfte werden genutzt, nicht? Das wird dann zu Maschinen, durch menschliche Erfindungskraft und dadurch wird unser Leben verbessert. Sonst wären wir im Elend, nicht? Holland wäre überschwemmt, wenn man keine Deiche gebaut hätte. Wäre kein Kulturland. Man könnte dort nicht leben. Die erste Phase von Industrialisierung, Kapitalismus zeichnete sich durch einen enormen Ressourcenverbrauch und oftmaligen Raubbau an der Natur aus, der schon bald den Anschein erweckte, dieser Prozess könne nicht nachhaltig sein. Es hat immer wieder neue Theorien in dieser Hinsicht gegeben. Und Moment, da habe ich wieder mal gedrückt, ohne zu wollen. Und da gab es also schon früher verschiedene Krisenszenarien, die bekannt sind. Der erste war Thomas Robert Malthus, ein an sich beachtlicher Nationalökonom, und der das berühmte Bevölkerungsgesetz aufgestellt hat, das ihr alle aus der Schule kennt, dass die Bevölkerung wächst geometrisch und die Nahrungsproduktion arithmetisch. Und das wird also, wir werden alle verhungern, wenn die Bevölkerung nicht schrumpft. Das war die alte Welt des Mittelalters. So war es tatsächlich früher mal. Er hat einfach nicht damit gerechnet, was passieren würde durch die Industrialisierung, durch den Kapitalismus. Diese malthusianische Welt gehört der Vergangenheit an, genau zu dem Zeitpunkt, wo er seine Bevölkerungsgesetze formulierte, die eben die Gesetze der alten Welt waren, als Gesetz sind sie immer noch gültig, begannen die Dinge sich zu verändern, weil ein neuer Faktor ins Spiel kam, der rasante Anstieg der Arbeitsproduktivität infolge der industriellen Revolution. Es gab seit 1850 keine Hungersnöte mehr in Europa. Vielleicht kriegsbedingt, aber nicht mehr durch Wirtschaftszyklen oder durch Missernten, einfach durch den Fortschritt die Verkehrswege, die Eisenbahn und so weiter. Man konnte sofort in Gebiete, die eine Missernte hatte, konnte man Nahrungsmittel schicken und so weiter. Es gab keine Hungersnöte mehr. Vorher waren Hungersnöte zyklisch, kamen immer, das war die Geißel der Menschheit. Also die Seuchen und die Hungersnöte und die Kriege, das waren die drei großen Geißeln der Menschheit. Die Kriege, die haben wir noch nicht ganz weggebracht, obwohl es immer weniger Kriege gab, jetzt abgesehen von den beiden Weltkriegen. Aber Seuchen, ja, das ist jetzt eine andere Frage, aber die haben wir ja auch relativ im Griff. Das kann man ja nicht vergleichen mit der Pest, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung hinweggerafft hat, nicht im 14. Jahrhundert. Das ist kein Vergleich mehr. Und wir können uns wehren, weil wir eben entwickelt sind. Das kann man sich nicht leisten. Sie sehen das in Lateinamerika, in armen Ländern, da können sie sich praktisch auch gegen dieses Coronavirus kaum wehren, nicht? Weil die Leute müssen auf die Straße, um überleben zu können, nicht? Sie können nicht einfach ins Homeoffice. Wir können das. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dann kam ein anderer Ökonom, der William Stanley Jevons, einer der Begründer des Marginalismus. Aber das ist jetzt hier nicht wichtig. Der hat eine andere Unheilsprognose erstellt. Die Kohle wird uns ausgehen. Es gab ja auch mal die Prognose, die Städte werden im Pferdemist ertrinken, nicht? Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass es was anderes als Kutschen gibt, nicht? Und Jevons sagte, die Kohle wird uns ausgehen, nicht? Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Natürlich nicht mehr mit der Kohle, nicht? Und mein Vater hat mir mal erzählt, als er in der Schule war, das muss gewesen sein so in den 1920er, 30er Jahren, hat man gesagt, das Öl werde uns ausgehen. Große Katastrophe. Also da, Jevons, die Kohle wird uns ausgehen. Aber es ist noch interessant, was dann Jevons sagte.
Er sagte natürlich, auch wenn die Ressource Kohle immer effizienter genutzt wird, führt das ja nicht zur Verringerung des Verbrauchs, sondern zur Erhöhung des Verbrauchs. Und gerade deshalb, ne, zu einer größeren Effizienz, dann wird die Kohle immer billiger und deshalb werden wir immer mehr brauchen und deshalb wird sie uns ausgehen. Das sind ganz ähnliche Gedankengänge, die man auch heute führt. Das ist ökonomisch an sich richtig, nur rechnet er nicht damit, dass es mal vielleicht was anderes als Kohle geben könnte. Das ist eben der Punkt. Es kam ja dann das Kerosin, das Öl, es kam die Elektrizität und so weiter. Alfred Marshall, wichtiger Mann der Ökonomie, er sagte, auch, dass uns also die Ressourcen ausgehen werden, hat da auch sehr interessante Überlegungen aufgestellt, weil unsere Ansprüche werden steigen. Wir wollen immer mehr und nicht nur mehr vom Gleichen, sondern wir wollen immer Neues und deshalb werden wir immer mehr Ressourcen verbrauchen. So. Und dann kam der Club of Rome 1970, kann ich mich mal erinnern. Paul Ehrlich 1969, die Bevölkerungsbombe, hat vorausgesagt, dass in den 1970er Jahren eine globale Ernährungskrise eintreten werde. Eine Hungersnot mit Hunderten von Millionen von Toten. In den 1970er Jahren hat er das prognostiziert. Er ist Biologe übrigens, das war ein Welterfolg, dieses Buch. Er war ein Biologe, spezialisiert in Schmetterlingsforschung. Dennoch hat er diese Prognose aufgestellt. Und dass die Rohstoffpreise ansteigen werden. Ich spreche jetzt nicht von der berühmten Wette, die er da eingegangen ist mit Julian Simon. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Genau das Gegenteil. Die Rohstoffpreise sind gesunken. Die Ernährungsproduktion hat sich enorm ausgeweitet. Und zwar war es gerade der Problemdruck, gerade das Bevölkerungswachstum, das dazu geführt hat, dass die Landwirtschaft immer produktiver wurde. Und das ist auch jetzt der Fall und das wäre noch viel mehr der Fall, wenn wir die Gentechnik in Europa zulassen würden. Aber das ist jetzt wieder eine andere Frage. Auch da gibt es viel politischen Gegendruck, der zum Teil irrational ist. Nun, es ist alles anders gekommen. Die Welt ist eben im ständigen Wandel. Und alle diese alten und neuen Untergangsszenarien, auch die heutigen, die machen immer den gleichen Fehler. Sie sind immer Extrapolationen der Vergangenheit. Sie rechnen mit den Daten der Vergangenheit, mit der Technologie, die wir heute haben und mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Aber die Zukunft ist eben anders. Es gibt eben immer wieder neue Technologien. Es gibt neue Ressourcen, die man nutzen kann. Und deshalb muss man Prognosen und auch Prognosen von Ökonomen grundsätzlich misstrauen, nicht? Wenn sie eben Prognosen sind, was dann und dann eintreten wird, nicht? So, aber da vielleicht können wir da noch. Prognosen sollten mehr sein als einfach nur lineare Fortschreibungen von Trends, die wir aktuell beobachten. Genau, das ist der Punkt. Sehr gut. Danke für die konzise Formulierung. Aber es gibt noch etwas viel Interessanteres. Es ist nicht nur das. Wir sehen schon in der Gegenwart ein Phänomen, das noch gar nicht angekommen ist in der öffentlichen Diskussion. Und das ist die Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Die sogenannte Dematerialization der Ökonomie. Grund dafür, dass sich die Dinge für die Umwelt anders entwickelt haben, war die stets unterschätzte innovative Dynamik der kapitalistischen Marktwirtschaft, aber auch ein zunehmendes ökologisches Bewusstsein, das sich gebildet hat. Das kann man sich leisten, wenn man im Wohlstand lebt. Dann kann man sich das leisten. Und in der Folge gesetzgeberische Eingriffe, die sich der Logik der kapitalistischen Marktwirtschaft zunutze machten. Infolge der seit 1970 aus den USA kommenden ökologischen Bewegung kann man nämlich durch kluge Gesetzgebung mit Hilfe des Preismechanismus, das ist genau die Internalisierung von externen Kosten, marktwirtschaftliche Anreize nutzen, das hat man gemacht, um negative Externalitäten zu internalisieren. Denken Sie an den Katalysator, mit dem haben wir das Luftverschmutzung in den Städten eigentlich praktisch, das Problem eigentlich wirklich gelöst. Es ist so weit gelöst, dass wir natürlich heute diese Probleme, die wir heute haben, sind zum Teil wirklich Wohlstandsprobleme, aber das Grundproblem haben wir gelöst, das können Sie sich gar nicht mehr vorstellen, wie das früher war. Man sah Verschmutzung der Umwelt mit einem Preis, das führte zu einer enormen Abnahme eben von Luftverschmutzung und anderen ökologischen Folgeschäden des Wachstums. Man hat die Kosten eben internalisiert und das ist eben nur in marktwirtschaftlichen Gesellschaften möglich. Das ist eben auch deshalb, weil,
weil es einen Wettbewerb dann gibt. Sie müssen hier nur die gesetzlichen Anreize setzen und dann gibt es einen Wettbewerb um die besten Lösungen und die billigsten Lösungen, weil das ja auch dann die gewinnträchtigsten Lösungen sind, nicht? Und das ist der Marktmechanismus. Und das haben Sie im Sozialismus eben überhaupt nicht, darum haben Sie die katastrophalen Umweltschäden. Sie wissen vielleicht nicht, dass die Wale praktisch ausgerottet wurden in der Nordsee, einfach deshalb, weil man in der Sowjetunion die 5-Jahrespläne beachten mussten und die haben den Wal zum Abschuss freigegeben und dann wurden einfach nur zur Planerfüllung, obwohl das ökonomisch völlig sinnlos war, sie hatten das nämlich gar nicht verwertet, diese Ressource, wurden praktisch alle Wale ausgerottet. Das ist der Sozialismus. Im Kapitalismus ist so etwas nicht möglich. Jetzt kommt aber das Problem, also das Phänomen der Dematerialisierung, die Entmaterialisierung des Wachstums. Technologische Innovationen haben in Kombination mit kapitalistischem Gewinnstreben, das ist wichtig, und marktwirtschaftlichem Wettbewerb im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem neuen und überraschenden Phänomen geführt, nämlich die Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. In verschiedensten, also Entmaterialisierung des Wachstums, in verschiedensten industriellen Bereichen gelingt heute den entwickelten Ländern und allen voran den USA ein immer größerer produktiver Output mit zunehmend weniger Ressourcen. Da gibt es ein interessantes Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, das erste, das zweite nicht. More from Less. Das gibt es jetzt auch auf Deutsch, weniger von mehr. The Surprising Story of How We Learn to Prosper Using Fewer Resources and What Happens Next. Andrew McAfee. McAfee ist ein MIT-Professor und der zeigt, dass eben das Wachstum heute sich vollzieht mit immer weniger Verbrauch von Ressourcen. Sie haben in Ihrem Reader haben Sie einen Text gehabt von Asobel, das ist auch ein Pionier auf diesem Gebiet, wo das auch gezeigt wird in den verschiedensten. Wir brauchen immer zum Beispiel immer weniger Land für mehr agrarischen Output und es wird aber immer weniger Land verwendet, gebraucht dafür. Das heißt, wir können dieses Land der Natur zurückgeben. Dort finden Sie auch das Phänomen des Global Greening und alle diese Dinge komme ich vielleicht nochmal darauf zurück. Es wird immer grüner auf der Welt. Übrigens dank des Ansteigs an CO2, weil je mehr CO2 in der Luft ist, desto leicht besser können die Pflanzen wachsen. Nun, da gibt es einen Kritiker, das ist dieser Jason Hickel. Jason Hickel ist ein Marxist, ein ganz klarer Marxist, und das können Sie gleich sehen an dieser Aussage von Jason Hickel. Das ist jetzt die Anwendung der marxistischen Ausbeutungskapitalismustheorie auf die Umwelt- und Klimaproblematik. For 2000 years, capitalism has depended on extraction from nature. Vorher war es die Extraction from the workers, nicht? Jetzt ist es Extraction from nature. It has always needed an outside, external to itself, from which it can plunder surplus value. Also der Kapitalismus braucht immer etwas, von dem, das er ausbeuten kann, einen Mehrwert sich aneignen kann, nicht? Das waren die Arbeiter, jetzt ist es die Natur. Und to put a limit on material extraction is to kill the goose that lays the golden eggs. Marx hat genau das Gleiche gesagt, nicht? Also der Arbeiter, das ist eben die Gans, die die goldenen Eier legt. Und deshalb sind sie so wichtig für den Kapitalisten. Und das ist jetzt genau angewendet auf... das Buchtitel ist natürlich auch nicht zufällig. Nicht? Less ist ein Jahr nach dem ersten herausgekommen. Witzigerweise nicht. Das ist nicht zufällig, dieser Titel. Degrowth, wir müssen das Wachstum einschränken. Wir müssen wieder also... Das, ja, Degrowth, das ist diese Degrowth-Bewegung. Nun zeige ich Ihnen ein paar Beispiele aus McAfees Buch, was da passiert ist. US-Getreideproduktion, Verbrauch von landwirtschaftlichen Inputs, Düngermittel, Wasser, Land. Sie sehen hier, das ist also Getreide-Output, Produktion. Das ist Verbrauch von Düngermittel, Wasser und landwirtschaftliche Anbaufläche, also sogar leicht gesunken, der Output enorm gestiegen. Also Sie sehen hier eine Entkopplung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Zweiter Schaubild auch von McAfee, das US-BIP und der Verbrauch von Baumaterial und Holzprodukten ist enorm im Anstieg begriffen und die Ressourcenverbrauch, da haben Sie also Stein, Zement, Sand und
und Kies und Holz und Papier sinkt massiv. Ist natürlich alles, also die Importe sind natürlich hier eingerechnet, das ist ja klar, sonst wäre es ja witzlos. Hm? Dann haben wir das nächste, das ist das US-BIP und der totale Energieverbrauch. Auch hier sehen Sie ganz klar, die Energiekonsum steigt viel weniger stark, geht sogar dann wieder leicht zurück, bleibt konstant, aber das GDP steigt enorm. Hm? Natürlich muss man hier berücksichtigen, dass im GDP natürlich auch der Dienstleistungssektor ist sehr, sehr stark gewachsen. Man könnte da sehr vieles noch einwenden gegen diese, man müsste das also schon noch, da gibt es schon noch gewisse Einwände, dass das, aber die generelle Tendenz hier ist ganz sicher vorhanden, das ist auch in Europa so. Dann haben wir noch Verbrauch von Metallen, nicht? Aluminium, Nickel, Kupfer, Stahl und Gold. Auch hier geht es zurück oder bleibt es auf einem viel tieferen Niveau, hingegen das Wachstum steigt. Also das hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, es gibt eine amerikanische Eisenbahngesellschaft, die also Güterzüge hat, die braucht eine gewisse Anzahl von Güterwaggons, hat sie gebraucht, immer damit überall, an allen Orten immer genügend Waggons zur Verfügung stehen, für die Notwendigkeiten eben des Transportes. Jetzt mit der Digitalisierung, die Digitalisierung hat dazu geführt, dass man ein System aufziehen konnte, wo man, durch das man die Anzahl der Güterwaggons, weil man konnte das so optimieren, die Anzahl der Güterwaggons, die man also brauchte, konnte man ich weiß nicht mehr, ob es ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel war, aber also ganz drastisch reduzieren. Einfach, weil man das vorher wusste man gar nicht genau, wo die sind, und da musste man einfach überall einfach viel zu viele von diesen Waggons immer auf der Schiene halten. Jetzt kann man das so optimieren, dank der Digitalisierung, dass natürlich dadurch ein viel geringerer Ressourcenverbrauch verbunden ist. Wichtig ist natürlich auch dann der Schutz der Eigentumsrechte zur schonenden Nutzung natürlicher Ressourcen. Das ist ganz entscheidend. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Und nun kommen wir natürlich noch zum Klimaproblem. Also das bin ich schon ein bisschen spät dran. Aber das möchte ich doch noch, das ist doch ein wichtiger Punkt natürlich. Nun, Klimawandel ist eine Tatsache. Es gibt einen Konsens der Wissenschaft, dass er weitgehend vom Menschen verursacht ist. Hm? Das will ich hier nicht bestreiten. Ist eine Folge auch natürlich unseres Umgangs mit der Natur, des technischen Fortschrittes. Das heißt aber nicht, dass dieser technische Fortschritt und der Raubbau sozusagen, der damit verbunden war, ungerechtfertigt war. Aber der heutige Antikapitalismus ist ja so ideologisch, dass er jetzt auch auf die Klimadebatte durchgeschlagen hat. Und diese Klimadebatte ist enorm alarmistisch und irrational geworden. Sie steht auch nicht mehr auf dem Boden der Wissenschaft, aber Sie hören und lesen in der Presse, das steht nicht mehr auf dem Boden der Wissenschaft. Da stand zum Beispiel in der New York Times, ganz Südvietnam wird in 20, 30 Jahren, wenn wir das Klimaziel nicht erreichen, unter Wasser stehen. Und dann wird das sehr schön gezeigt und so. Tatsache ist, dass Südvietnam ist schon heute unter dem Meeresspiegel und sie haben schon lange Dämme gebaut. Man muss diese Dämme nur ein bisschen erhöhen, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Von den Inseln im Südpazifik, die da offenbar verschwinden, das stimmt auch nicht. Die haben sich sogar vergrößert, durch Ansammlung von Schwemmmaterial sind diese Inseln sogar größer geworden. Es sind also viele Dinge, man spricht dann plötzlich einfach nicht mehr darüber, über die Eisbären spricht man momentan auch nicht mehr, weil man weiß, dass die gar nicht gefährdet sind. Das Problem, also ich kann Ihnen da nur gute Literatur dazu empfehlen. Einer ist Björn Lomborg, das ist das Buch False Alarm, und das andere ist Apocalypse Never von Michael Schellenberger. Michael Schellenberger ist ein sehr bekannter Umweltaktivist, ausgezeichnet als Umweltaktivist, hat das alles mitgemacht, die ganze Bewegung, publiziert in der New York Times, in der Washington Post, gehätschelt von allen Klima, und da hat aber letztes Jahr dieses Buch geschrieben, wo er gesagt hat, jetzt reicht es, hier wird nicht mehr wissenschaftlich argumentiert, und er zeigt, was da eigentlich wirklich geschieht in diesem Bereich, nicht? Auch Vertreter des UNO-Klimarates warnen davor, dass eine falsche, auf Alarmismus beruhende Klimapolitik mindestens so schädlich sein könnte wie die CO2-Emissionen selbst. Da gibt es sehr viele Leute
von dem UNO-Klimarat, die da warnen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die extremen Klimaaktivisten aus ideologischen Gründen davon überzeugt sind, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem überwunden werden muss. Sie werden deshalb nie Lösungen akzeptieren, die auf der Dynamik des Kapitalismus selbst basieren. Sie werden immer nur marktfeindliche Lösungen akzeptieren. Sie blenden auch die positiven Seiten des Klimawandels aus, wie die Tatsache eben, dass die Zunahme von CO2 wie ein natürliches Düngemittel wirkt und der Landwirtschaft zugutekommt, die dadurch ja ertragreicher wird. Das muss man immer mit berücksichtigen. Und da gibt es, wie ist es mit dem 1,5-Grad-Ziel? Es wurde ja nicht vom UNO-Klimarat gesetzt, dieses Ziel, sondern die Politik, also 2014 kam dieser Bericht heraus, der fünfte, und dann ein Jahr später hat die Politik gesagt, angefragt, ja, was müssen wir tun, um 1,5 Grad zu erreichen, bis dann und dann. Und dann hat dann der UNO-Klimarat einen Bericht gemacht, also um das zu erreichen, müsst ihr das und das machen. Aber der UN-Klimarat hat nie gesagt, dass man das erreichen soll. Das war eine politische Entscheidung. Und nun, das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Und wenn Sie mal diesen Bericht lesen, dann finden Sie dort folgende interessante Aussage. Die deutsche Übersetzung ist ein bisschen geschönt. Die englische Original ist da klarer. For most economic sectors, the impact of climate change will be small relative to the impacts of other drivers, changes in population, age, income, technology, relative prices, lifestyle regulation, governance, and many other aspects of socio-economic development will have an impact on the supply and demand of economic goods and services that is large relative to the impact of climate change. Das heißt, Klimawandel ist ein relativ geringer Faktor, verglichen mit all den anderen Faktoren, die unsere Umwelt verändern werden in der Zukunft. Und das ist eben ganz wichtig. Das bedeutet eben, dass wir durch technologischen Fortschritt, dass wir durch steigendes Wachstum, durch steigenden Wohlstand, vor allem bei den armen Ländern, das ist die beste Klimapolitik, die es eigentlich gibt. Auch wenn wir dazu vielleicht die CO2-Emissionen ein bisschen kurzfristig ansteigen lassen, das ist nicht der Weltuntergang, das können wir verkraften, dagegen können wir uns wehren. Wichtiger ist, dass die armen Länder auch sich Klimageräte leisten können, dass sie auch den Wohlstand haben, den wir haben, um sich gegen die Erwärmung des Klimas zu schützen. Das ist geht schneller, das ist billiger, das ist viel realistischer, als zu versuchen, jetzt irgendein Klimaziel zu erreichen, wodurch wir natürlich das wirtschaftliche Wachstum zerstören, drosseln und dadurch auch den armen Ländern eigentlich verunmöglichen, das zu erreichen, was wir erreicht haben. Wir müssen ihnen die Chance geben, dass sie das eben auch können. Und das wäre eine große Ungerechtigkeit, wenn wir jetzt, weil es uns gut geht, denen sagen, ja, die sollen jetzt, damit wir jetzt nicht... Ja, damit wir jetzt das Klima retten sollen, diese Menschen eben daran zu hindern, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Es ist also viel sinnvoller, die wirtschaftliche Entwicklung in den ärmeren Ländern zu fördern, das habe ich da noch, als diese durch eine allzu strikte Klimapolitik zu hemmen. Das geht schneller, kostet viel weniger. Eine strikte Verfolgung eines Klimaziels von zum Beispiel 1,5 Grad verschärft das Problem für die ärmeren Länder, die dadurch noch lange in der Unterentwicklung gefangen bleiben. Also wir sollten diese Chance geben. Und also natürlich müssen wir Dinge tun, zum Beispiel eine CO2-Steuer wäre vielleicht eine Möglichkeit, die Zertifikate, all das ist okay, diese Klimaerwärmung zu drosseln, aber man muss ein Gleichgewicht finden zwischen Klima, also zwischen Verlangsamung des Klimawandels und wirtschaftlichen Maßnahmen zur Steigerung des Wohlstands in den ärmeren Ländern, und damit man sich anpassen kann. Die Anpassung ist sehr wichtig und das hat eben auch, das geht auch aus diesem Bericht des Klimarates, UN-Klimarates ganz klar hervor. Diese ganzen Prognosen, die rechnen ja eben nicht mit neuen Technologien, die rechnen nicht mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns gegen die Veränderungen des Klimas und all den natürlich negativen Auswirkungen, das ist ein schwerwiegendes Problem, zu schützen. Wir können uns immer besser dagegen schützen und das ist ganz entscheidend. Also wir sollten auch lernen, uns nicht eben abzuschotten, wir sollten unsere Wirtschaftsräume öffnen, auch den armen Ländern gegenüber, nicht wie die EU, die hat einen tollen Binnenmarkt, aber ist nach außen total protektionistisch.
Wir sollten eben auch den ärmeren Ländern erlauben, auch bei uns ihre Produkte frei verkaufen zu können und nicht Regulationsbarrieren aufzustellen und eben die europäische Landwirtschaft zu schützen und so weiter. Das ist alles der Egoismus der reichen Länder und das ist ausschließend. Und das sind eigentlich die wahren Probleme, die ich hier sehe. Da haben wir ein internationales soziales Problem, das eben gerade dadurch gelöst werden kann, dass wir mehr Kapitalismus, mehr Marktwirtschaft haben, Freihandel und dadurch eben alle am wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben können.